wir gehen ins Finale der EU-Wahl. In einer guten Woche wird gewählt und ich kann nur sagen, die Stimmung ist gut für die Simone Schmidt-Bauer, für die Volkspartei. Aber die Stimmung in Stimmen umzuwandeln, das muss ja erst gelingen. Daher werden auch die letzten Tage von unseren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Teilorganisationen genützt, um allen klarzumachen, die Steiermark braucht eine Stimme im Europäischen Parlament. Und diese Stimme wird die Simone Schmidt-Bauer sein. In den letzten Wochen und Monaten war sie extrem fleißig unterwegs, hat auch über die Steiermark hinaus für diese Stimme geworben. Wir haben überall gesehen, dass sie jemand ist, der wirklich begeistern kann, der mit beiden Beinen fest am Boden steht und wirklich auch weiß, worum es geht. Vor allem auch in einem so großen Gefüge wie der Europäischen Union. Genau solche Leute brauchen wir auch in Europa. Eine der herausragendsten Erfahrungen, die ich überhaupt in meinem Leben, in meinem politischen Leben jetzt machen durfte, gestartet, nicht wirklich wissend, was auf einen zukommt. Und dann habe ich eine Unterstützung durch Funktionäre, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, auch durch den Landeshauptmann erfahren. Das hätte ich mir niemals zu träumen gewagt, muss ich ganz wirklich sagen. Sie war Bürgermeisterin, sie weiß, was die Mutter mit dem Baby für Anliegen hat. Sie kennt die Bauernschaft, sie ist am Ländplatz gestanden mit ihren Produkten. Sie spricht mehrere Sprachen, also der kann man nichts vormachen. Und ich bin der Meinung, dass gut ausgebildete, aber am Boden gebliebene Menschen ins EU-Parlament gehören, damit dort nicht philosophiert, sondern gearbeitet wird. Da gilt es, Projekte und Fördergelder abzuholen, die Regionen wieder wachküssen können. Es gilt, der Abwanderung entgegenzusteuern. Und ich als ehemalige Bürgermeisterin möchte die Gemeinden, den ländlichen Raum, die Regionen stärken und nicht durch irgendwelche Falschaussagen schwächen. Ich brenne für die Steiermark, ich brenne für Europa. Und jetzt heißt es noch, die letzten Meter nicht nach links zu schauen, nicht nach rechts zu schauen, sondern nur in die Mitte. Die Mitte, die wir auch als ÖVP verkörpern. Wir haben ein Ziel vor Augen und wir möchten möglichst viele Menschen mobilisieren. Deswegen zur Wahl gehen, ÖVP ankreuzen und Schmidt-Bauer der Vorzugsstimme geben.